Servus und so Ude bei Genuss vom Fass. Ich habe heute was ganz was Schönes gefunden, etwas, das mir so noch nie untergekommen ist. Und zwar eine rauchige Marille. Ich werde euch, wie üblich, später noch was dazu erzählen. Lasst ihn mich jetzt einfach zuerst mal verkosten. In der Farbe, ja, ein richtig schönes Blass, Bronze, möchte ich sagen, Gold, leicht Bronze, aber wie gesagt, sehr blass, sehr dezent, eher in die klare Richtung. Die Schlieren, ja, ganz klar, richtig schön ölig, legt es sich am Glasinnenrand an. Ist ungewöhnlich für eine Marille, dass er nicht ganz klar kommt, dass er einen leichten, wie ich gesagt habe, Bronzeton hat. Kommt hier von einer Fasslagerung. Deshalb ganz normal bei diesem Produkt, bei dieser Marille, bei dieser rauchigen Marille, was es wie gesagt bei einer anderen Marille für normal weniger hat. Ah, in der Nase richtig schön, markant, toll die Marillenaromen. Die Fruchtigkeit von richtig reifen, vollen Marillen und unterlegt eine leichte Rauchigkeit, aber nicht dieser kalte, anhängende Rauch. Nein, ein richtig schönes, warmes Raucharoma, das von verschiedenen Kräutern herrührt. Aber wie gesagt, eher dezent, dass es diese Marillennoten schön unterstreicht und nicht zu voll, nicht überlagert. Und am Gaumen, auch hier, richtig schöne, tolle, reife, volle Marille und diese ganz leichten Rauchnoten, die eigentlich, ich habe vorhin schon erwähnt, das Aroma richtig schön unterstreichen, richtig schön noch verstärken, würde ich sagen, fast hervorheben. Das ist nicht überlagern, dass es diese sensible Marillenaromatik kaputt macht. Nein, richtig schön eingebettet. Ja, kann ich nicht mehr dazu sagen. Vordergründig Aprikose und das verstärkt von dieser Rauchigkeit. Was ist mein Resümee? Eine Kombination von zwei Klassikern. Da kann man nicht mehr dazu sagen. Das ist einfach richtig. Aber lassen wir das. Ich möchte euch zu diesem Produkt was erzählen. Marille habe ich ja hier in diesem Blog schon mal vorgestellt. Will ich hier nicht wiederholen. Was hier besonders ist, ist natürlich diese Kombination, diese Verbindung vom Raucharoma mit der Marillenaromatik. Und hier ist es natürlich schon am Anfang zu definieren, wie möchte ich die Marille, was möchte ich für eine Marille hier haben. Eher frischfruchtig, ein bisschen kompakter, ein bisschen gehaltvoll. Und auch dann gleich kombinieren, was möchte ich für ein Raucharoma reinbringen. Ich möchte hier einen kleinen Ausflug, einen mentalen Ausflug nach Schottland machen. Dort werden von den Destillerien teilweise die Torf, diese für das Raucharoma, der Torf genau definiert, wo der herkommt. Von welcher Insel, von wo etc. Und zwar deshalb, weil ein Torf je nach den Ingredienzien von diesem zersetzenden Umwelt, von Holz. Ein Torf, wo Holz eingelagert ist, entwickelt sich natürlich ganz anders wie ein Torf, in dem es kein Holz gibt. In Schottland gibt es Torfflächen, gibt es Inseln, wachsen keine Bäume freilebend. Das heißt, in diesem Torf sind keine Holzreste drinnen. Und das entwickelt sich dann anders, wenn ich nur Kräuter drin habe, als eben wenn ich auch Holzanteile drinnen habe. Und hier gibt es das natürlich zu definieren, was möchte ich für ein Torf, damit diese Marille richtig schön hervorgehoben wird, was möchte ich für eine Marille, damit der Torf auch seine Arbeit, dieses Raucharoma, seine Arbeit machen kann. Vom Fass hat eigene Fasslager in Schottland und hat da natürlich seine Vorteile, dass sie vielleicht Erfahrung mitbringen können von diesem Fassmanagement und natürlich auch Zeit
Nein, wenn Sie es brauchen, diese Fässer dann, diese rauchigen Fässer zur Verwendung haben. Hier haben wir in dieser rauchigen Marille haben wir einen richtig schönen, vollreifen Marillenbrand verwendet, der dann in einem schottischen Eila-Fass, also von der Insel Eila, ein rauchiger Whisky, den war, in dieses Fass wurde nachher, wenn der Whisky rausgenommen wurde und diese Raucharomen, dieser Whisky noch ein bisschen in den Holztrauben drinnen sind, wurde eben diese Marille reingelegt. Und dieses Fingerspitzengefühl, diese Marille mit dem Rauch, mit dem Holz zu kombinieren, braucht natürlich sehr viel Erfahrung und wie gesagt, ist natürlich das Fassmanagement ein tolles Produkt geworden. Also da muss ich, kommt gut, angenehm in der Nase, wirklich ganz was Schönes. Wann genießen wir diese Delikatesse? Naja, wann immer man möchte. Das ist jetzt wirklich ein Digestiv, den man so trinken kann. Wie gesagt, einfach genießt diesen Brand, wann immer ihr möchtet. Das war's für heute von meiner Seite. Ich kann euch nur noch Danke sagen fürs Vorbeischauen. Wenn ich euch dieses Produkt schmackhaft gemacht habe, bei vom Fass vorbeischauen. Dort sollte es den Lager geben. Wenn nicht, dann könnt ihr ihn natürlich auch über den Onlineshop vom Fass.at ordern. Ja, danke fürs Dabeisein und ich möchte mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Euer Bernhard.